Hallo und willkommen zurück bei A World of Little Legends. Wir haben das letzte Mal brav bei unserer Burg weitergemacht. Wir sind auch recht gut vorangekommen, glaube ich. Nur gehen uns langsam wieder die Materialien aus. Das heißt, diesmal werden wir wieder sammeln. Es wird nicht so viel Aufregendes passieren. Wir machen am Anfang unsere Tierrunde. Wir werden schauen, was wir noch alles herstellen können. Wir werden Materialien sammeln gehen, etwas planen und auf den Weg beim Materialien sammeln werden wir gleich mal Ausschau halten nach unserem neuen, wie sagt man? Nach dem Plätzchen für unsere Stadt. Ja, drücken wir es halt so aus, wenn mir keine anderen Worte einfallen. Denn wir wollen ja eine Zauberer von Oz goldenen Weg legen. Auf dem Weg in unsere Stadt. Und eigentlich ist das hier nur die abgelegene alte Burg. Ich bin schon sehr gespannt. Artimus hat ja angekündigt, es werden schon noch so Häuser kommen, so richtige Häuser. Wenn wir das dann alles austauschen werden und wieder abreißen und die Häuser hinstellen werden, wie das dann aussieht und funktionieren wird. Aber wir machen das trotzdem dabei. Denn wer weiß, wann das kommt. Und von daher platzieren wir mal überall unsere Stadt hin. Machen quasi jetzt die Grundrisse, ja, für das End-Update dann. Wo wir dann die Grundrisse gegen die Häuser austauschen können. Bin mega gespannt drauf. Gut, und dann machen wir jetzt gleich weiter. Wir springen rein in The World of Little Legends. So, das ist unser Eingangsbereich. Den haben wir das letzte Mal gemacht. Da fehlen uns doch noch ein paar Bodenplatten. Wir schauen mal, übrigens unsere Haushühner sind jetzt schon zwei. Ein verpacktes und ein freies. 42. Wir konnten noch 42 von den Bodenplatten herstellen. Das wird immer noch nicht ausreichen. So, wir müssen uns im Radius befinden. Ach, die geht so schnell weg. Hey, da sind noch. Hallo. Perfekt. So, ich musste mich ganz kurz räuspern. Das passiert, wenn man nichts zu sich nimmt in der Früh, außer Kaffee. Ist nicht das Beste für die Stimmbänder. Wahrscheinlich sonst auch nicht. Gut, aber schaut's, wir sind recht gut unterwegs. So viel fehlt uns da gar nicht mehr. Was uns aber fehlt, sind Steine. Definitiv Steine. Wir haben unendlich viele Flints. Wir haben sehr, sehr viel Holz, aber keine Steine. Da 37 Stück haben wir davon. Ich weiß nicht, was das für eine Aufräummethode ist. Keine gute. Es tut mir so leid, ich dachte, ich habe mich gemutet. Ich schneide das raus. Ist rausgeschnitten. Wenn sich wer fragt, was hier an der Stelle war, es war Nisa. Warum funktioniert meine... Oh, jetzt funktioniert sie wieder. Okay. So, machen wir mal unsere Runde. Was können wir alles ablegen? Gar nicht so viel. Wo ist unsere Essenstruhe? Ist die ganz vorne? Ja. Shift, nicht Steuerung. Als ob ich das Spiel 3 Jahre lang nicht gespielt hätte. So, meine Lieben. Ich hab so viel Milch. Kommt's. Könnt ihr da bitte rauskommen? Ich wage es nicht, euch irgendwo in der Nähe von Wasser zu melken. Danke. Komm. Hallo. Ja, genau. Perfekt. So, unsere Milchsammlung geht weiter. Können wir bald Sauermilch draus machen, ich habe keine Ahnung. Dann. Hallo. Unsere Schafe müssen geschoren werden. Unser Schweinchen ist... Das haben wir ziemlich vernachlässigt. Komm, wir klonen das einmal. Das nehmen wir auch fix mit. Aber erst einmal werdet ihr geschoren. Oh.
Das Scheren funktioniert halt super. Das kann ich auch überall machen, weil das Werkzeug nicht mit irgendeinem anderen Terrain interagiert. Es ist halt nur für die Schafe da. Der Eimer ist halt auch fürs Wasser da. Deswegen ist diese Wasserstelle bei den Kühen vielleicht etwas unglücklich. Kommt, wir lagern das mal da. So, meine Damen. Wie ist die Eierlegeproduktion? Eigentlich nicht berauschend. Ich glaube, ihr schwimmt zu viel. Ich muss euch euren Freizeitbereich wieder wegnehmen. Das waren zwei Eier. I'm not impressed. Apropos not impressed, was hole ich aus den Schweinen raus? Für die Kühe haben wir den Eimer. Die Hühner legen automatisch. Für die Schafe haben wir das Scherwerkzeug. Nehme ich das Messer für das Schwein? Ich kann mein Schwein nicht schlagen. Ich glaube, euch schlachte ich einfach nur. Aber ihr könnt jetzt auch Speckschwarten hergeben. Oder Trüffel! Ich finde das toll, wenn man Schweine nicht in eine Sandgegend, sondern irgendwo in eine Erdgegend platziert, dass sie dann Trüffel ausgraben und dann Trüffel da liegen. Mhm. Sie haben sicher eine Funktion. Ich werde sie irgendwann rausfinden. Eventuell. Wahrscheinlich nicht selber. So. Wir legen da mal ab. Scheiße, Entschuldigung. Mir passiert es immer, ich darf nicht auf diesen Magic Dust sein, weil ich den einfach irgendwo hinsprühe. Ich muss immer schauen, dass ich wegkomme. Das passiert mir nicht zum ersten Mal. Komm, das Hühnchen legen wir auch ab. Die Tore können wir jetzt auch schon weglegen. Was haben wir denn da noch? Wir haben noch Kopperwerkzeug. Aber ja, das ist eine gute Idee. Hier. Dirt, Gold, Copper und Sand. Wir können schon mal anfangen. Also erstens mal, glaube ich, brauchen wir mehr Werkzeug sehr bald. Wir brauchen das wirklich schnell auf. Das können wir drin liegen lassen. Wir brauchen Copper. Und Holz. Hey, dafür brauchen wir das ganze Holz. Oh Gott, ich merke nie die Kisten. Wir platzieren auch schon mal den Sand drinnen. Wir müssen dann nur das richtige Werkzeug am Ende auswählen. So, apropos Werkzeug. Wie schauen wir aus? Wir haben noch eine Schaufel. Die Hoe ist auch fast fertig. Da haben wir zwei volle Pickaxe. Schwert, Sichel. Und Axt. Ja gut. Schauen wir, ob das noch ausreicht, was wir überhaupt haben. Na wohl, 19. Wir brauchen eine Schaufel, bitte. Wir brauchen auch Holz, bitteschön. Dann nehmen wir gleich eine Hoe. Wir brauchen die Hoe? Wir brauchen die Hoe jetzt nicht. Wir gehen... Nee. Wir gehen erkunden. Aber die Axt. Wir brauchen fix eine Axt. So, die Sichel kommen auch noch aus. Ja, ich glaube, das geht. Ich glaube, wenn die Werkzeuge kaputt gehen, gehen wir sowieso zurück, ja. Solange werden wir da gar nicht voll sein. Denn wir müssen natürlich auch schauen, dass unser Inventar halbwegs frei ist. So. Da legen wir die Hose ab. Wir brauchen die jetzt wirklich nicht. Wir brauchen auch theoretisch die Sichel nicht. Wir nehmen das zum Campen. Wir nehmen den Speer zum Campen. Irgendwas konnte der Speer oder das Schwert, was das andere nicht konnte. Ich weiß es nicht mehr.
Und das Short Sword habe ich noch nie ausprobiert. Ne, wir lassen es mal beim Breitschwert. Ja. Mit die Pickaxe, das Hammer. Schaufel nehmen wir auch mit. Weil wir brauchen noch Lehm und alles. Also wir werden noch ein bisschen was schaufeln. Gut. Holz kommt wieder weg. Essen haben wir dabei. Und ansonsten sind wir hier leer. Ich würde sagen, wir schließen die Türen. Und wir gehen auf ein Abenteuer. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Minimap wird aufgemacht. Wir sind noch gar nicht so viel nach unten gegangen. Ich bin schon relativ stark nach links abgedriftet, nach oben. Und das letzte Mal sind wir rechts gegangen. Ich schätze, das ist die einzige unsichere Stelle in unserem Schloss hier, in unserer Burg. Durch die Abwasserkanäle. Und wir gehen da mal nach unten. Unser Ziel ist es, Stein abzubauen, Lehm abzubauen, nicht Flint. Sand brauchen wir auf jeden Fall auch, aber da haben wir dabei ein bisschen was. Und da gehen wir dann gezielt dafür los. Ja, wir müssen erstmal den Bereich hier fertig kriegen. Und Geheimstätten zu finden. Das ist unser Ziel. Wir brauchen noch ganz viele Statuen und so Zeug als Deko dann gleich. Wir brauchen kein Gold mehr. Das ist relativ schwierig. Ich glaube, Artemus will das Ganze dem sehr realitätsnah halten, was die Haltbarkeit der Gegenstände angeht. Und keine Ahnung, ich kenne mich da selber nicht aus. Ich glaube, Gold hat nicht so hohe Dichte wie die anderen Sachen. Deswegen, wenn es Goldwerkzeuge geben sollte, werden die nicht so lange haltbar sein als das andere. Meine Intention als Spieler ist natürlich immer so, okay, wir haben Holz, Stein, Metall, Kupfer oder Kupfer, Metall und dann Gold. Und Gold ist das Höchste, was du erreichen kannst an Werkzeughöhe. Aber wir brauchen keinen Flint, goddammit. Aber das wird es diesmal nicht sein. Wir brauchen kein Gold mehr. Wir haben die Goldweste hergestellt. Wir haben die Gegenstände, die wir dabei mit Gold machen können. Und die höchsten Gegenstände, die wir haben, sind die Koppergegenstände. Von daher brauchen wir das alles, was wir kriegen können. Dieser Plan, einfach gerade nach unten zu gehen, das haut bei mir nie hin. Ich glaube, ich drifte jetzt schon nach links unten ab. Es ist so lustig, als ich mich die 5000 Schritte da vergangen habe, waren so viele Geheimplätze da und ich war dann am Ende nur mehr no, fuck it. I don't care anymore. Ich weiß, es sind alle da, jetzt sind alle gefühlt respawned. Gefühlt respawned. Aber nö. Ich will einfach nur nach Hause. Und ich habe sie alle ignoriert und jetzt bin ich so, ach, warum, dude? Warum? Es wäre doch schon egal gewesen. Aber ich habe wirklich Panik gehabt, dass ich ein zweites Mal das Zuhause verliere. Und dass ich entweder die YouTube-Serie quasi neu zum Aufnehmen beginnen muss oder ein drittes Mal meine Basis anfangen. Also da war ich sehr panisch. Holz haben wir dabei genug. Wir haben jetzt ein richtig großes Wüstengebiet hier. Die Frage ist halt auch, wo wollen wir unsere Stadt platzieren? Ich meine, hier ist eigentlich ein recht cooles Gebiet, dass wir so eine Nomadeninsel oder Nomadenbereich machen. Oder wir suchen uns ein grünes Gebiet, wo wir so eine Keltenstadt aufbauen. Bin immer noch gar nicht so im Klaren. Aber wollen wir das... Wenn wir das Ganze vom Haupteingang aus machen, was vielleicht gar nicht so blöd wäre, weil eigentlich führt dann von der kleinen Stadt der goldene Weg zur Burg, zum Schloss rauf. Und das müsste dann im Hauptbereich enden. Daran habe ich noch gar nicht gedacht bis jetzt. Das heißt, wir werden von dort aus weggehen und werden eher... Ach, goodbye. Eher gen Süden gehen. Südosten. Wir werden Südosten abwandern. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen nach rechts rüber. Und da will ich aber einen richtig weiten Weg haben. Diese Strecke wird ein riesiges Projekt werden. Helle Kuh.
Schaut, wie friedlich ich mal bin den Tieren gegenüber. Ich schlachte hier nichts und niemanden ab. Schon ein Achievement. So eine Auto. Ich bleib dabei. Ich weiß, ich sage das so oft. Und ich weiß, Artimus hat seinen Grund, warum er es nicht macht. Aber gerade wenn ich diese Momente habe, wo ich farm. Und besonders halt als Streamer und so weiter. Ich versuche die linke Maustaste so viel wie möglich zu vermeiden. Und irgendeine Auto-Fire-Taste. Und wenn es die mittlere Maustaste ist, wäre schon cool. Dass man drauf gedrückt bleiben kann, so wie die rechte Maustaste halt, ne? Oder kann man nicht einfach, ich meine, was braucht man denn? Am meisten braucht man die Axt und die Pickaxe zum Abbauen. Also Stein und Holz ist das Abbauding, wo man wirklich ständig raufhaut. Die haben keine rechte Maustastenfunktion. Kann man da nicht die linke Maustaste lassen, wie sie ist? Und mit der rechten Maustaste, so wie auch beim Platzieren von den Gegenständen quasi, das Dauerfeuer einstellen? Also ich will nicht auf dem Entwickler auf die Nerven gehen und da dauert irgendwie reinreden, weil alles hat seine Gründe, aber wäre das nicht eine Möglichkeit? Ich glaube, das könnte man vielleicht mal ausprobieren. Schatz, das sind Bodenplatten. Wir nehmen die Bodenplatten mit. Oh nein. Hunger. Wir haben Apfelkuchen. Der Apfelkuchen ist the real deal hier. Der hält euch lange, lange satt. Hallo? Achso, linke Maustaste. Jetzt war ich so auf die rechte Maustaste fixiert. Ich war so, was ist los mit dir? So. Okay, die Hose brauchen wir nicht. Das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir mit. Ich glaube, das reicht, ne? Schatz, ich kann es nachher immer noch wegwerfen, ne? Okay. Also, erste Stätte haben wir gefunden. Es ist zwar keine geheime Stätte, aber es ist ein Schatztruhenbereich. Na komm. Es ist so lustig. Ich lese auch immer wieder die Reviews, weil es mich auch so einfach interessiert. Ja, das war bei unserem Spiel so schlimm dann. Ich meine, das ist jetzt Artimus' zweites Spiel schon. Wir haben unser erstes Spiel erst rausgebracht und es war cringy. Es war erst unser erster Versuch. Wir sind keine gelernten Programmierer und so weiter. Also es war wirklich unser Baby und wir wissen, es war nicht so gut. Das heißt, wir hatten da richtig viel Angst vor den negativen Reviews, vor Leuten, die nicht realisieren, dass das ein kleines Indie-Spiel ist. Die Leute versuchen, Dinge über den Kamm zu scheren und vergleichen das mit Studios wie EA oder Square Enix oder Nintendo oder what the hell ever. Und to be fair, die großen Studios bringen so viel schlechtere Spiele gerade raus. So viel herzlosere Spiele. Aber okay. Und deswegen bin ich immer sehr neugierig, wie die Community-Hubs sind bei anderen Spielen. Und schau, da ist natürlich auch seit Release im Hub von A World of Little Legends. Und es war halt ein negatives Kommentar drinnen. Wo ich mir dachte, ich würde so gern kommentieren und ich weiß, warum Steam das nicht so zulässt. Man kann kommentieren. Nein, man kann nur liken und nicht liken, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich starte das Ganze nicht, weil es ist sinnlos und es hilft der Person nicht. Es hilft dem Entwicklerstudio nicht. Ja, es funktioniert das alles noch nicht und das noch nicht und das ist bei Stardew Valley besser und es ist so. Erstens, es ist ein Early Access Spiel. Zweitens, ja, Stardew Valley hat auch als Indie-Spiel begonnen. Aber es ist nicht Stardew Valley. Es ist nicht das und es will das eigene erreichen und es will nicht eins zu eins das nachbauen, ja. Und es sind viele simple Funktionen hier, die ich genau hier wertschätze. Die ich genau hier mag, die mich bei Stardew Valley teilweise schon langweilen oder
erschöpfen. Und vor allem, dieses Review hat sich für mich dann einfach selber zerstört. Warte, wie war das? Ja, es gibt keine Tastenbelegung, kein gar nichts, bla bla bla. Ich bin so, ihr seht es jetzt nicht genau, aber erstens mal da oben ist teilweise Tastenbelegung. Ja, du siehst Inventory, du siehst links, was passiert, du siehst rechts, was passiert. Wenn du die Items wechselst, siehst du da oben Dig, Interaction or Elevation und so weiter. Interact, Attack. Ich kann interacten? Okay. Ich lese es selber auch nicht immer, deswegen habe ich auch immer ein bisschen meine Probleme. Aber es ist sehr wohl eine Hilfe hier. Und Dude, wenn du so ein toller, erfahrener Spieler bist und Stardew Valley-Spieler und so erfahren bist, dass du das Indie-Spiel mit den anderen Spielen vergleichen kannst und ein Review schreiben kannst darüber im Vergleich, dann wirst du wohl fähig sein, ein Item herzustellen. Erstens, er hat drüber gesudert. Ja, und all die tollen Rezepte, die man freischaltet, wird einem nicht erklärt, wo man sie benutzt. Und wir so, bist du dumm? Ich bin dumm. Aber du bist halt so richtig blöder, ne? Crafting Table, like fucking hell. Und wenn du ins Inventar gehst, das de facto oben angeschrieben steht, siehst du hier alles, was du herstellen kannst. Und wenn du null Inventar im Inventar hast und versuchst, da was runterzuklicken und zu benutzen, erkennst du sofort, dass das der Crafting Table ist. Ja, könnte man natürlich das Taschensymbol darunter geben und da oben ein Bauplan-Symbol hingeben, ja. Aber es ist nicht so tragisch, wenn man sich als so erfahrener Spieler ausgibt, das zu entdecken. Es geht um die Erfahrung dabei, Leute, ja. Und das zweite war, ja, dann spawnt man wiederholt und wird nur von einem Vogel attackiert und der killt einen dauernd und das ist unlustig und dünn. Diese Vögel, also wir sind ja nicht in Dark Souls, ja. Scherz, ich spiele mal Dark Souls, dann reden wir weiter. Du kannst den Vögeln ausweichen. Du kannst sie mit jedem Werkzeug bekämpfen, das du irgendwie gleich am Anfang herstellen kannst, wenn du auch nur einen Stein und drei Hölzer aufnimmst. Vor allem, ich bin teilweise mit der Pickaxe besser dran gewesen. Ich glaube, das habt ihr nicht gesehen. Ich glaube, das habe ich offline gemacht beim Farmen, wo ich einfach die Pickaxe lassen habe und ich habe damit den Vogel besser getroffen als mit dem Schwert, lustigerweise. Also der Nahkampf liegt mir besser. Das ist wirklich nicht das Tragische. Und wenn ich ein Review schreibe mit, es gibt so wenig Herausforderungen und Abwechslung und dann gleichzeitig sage, aber die einzige Herausforderung, die ich für mich gefunden habe, killt mich ständig. Ich möchte das nicht, das ist schlecht programmiert. Dann bin ich so, you're just a fail. That's all. Aber okay. Apropos fail. Wie konnte ich denken, dass ich mit zwei Dingen hier durchkomme? Einfach nicht. Jetzt muss ich wieder zum Stein zurückkehren, weil ich natürlich auch keinen Copper mitgenommen habe. Und schaut, wie schlimm das ist. Das ist ganz schwer, das herzustellen, ne? Schaut euch das an. Das ist der Wahnsinn. Also ja. Ich verstehe, wenn Leute sagen, okay, mir fehlt deren der Content, ich mag eher ein Storyspiel, ich mag vorgegeben bekommen, was ich machen muss, ich bin nicht so ein kreativer Mensch. Das ist voll okay. Verstehe ich. Dann ist es halt einfach nicht dein Spiel innerhalb dieses Genres. Aber sich selber einfach so zu widersprechen und sich rauszunehmen, als ob man da so ein Profi wäre, was die Spiele angeht, und dann zu jammern, nicht zu wissen, wie man ein Item herstellt. Nein. Wenn jemand das erste Mal spielt, ja, dann verstehe ich's. Dann sage ich, hey, es fehlt wirklich noch so Tutorial und alles. Definitiv. Und das übersieht man auch leicht selber. Und abgesehen davon, dass es Early Access ist, ja. Weil wir haben am Release-Tag von unserem Spiel instant, also es haben dann die ersten am Release-Tag auch gestreamt und ich bin da gesessen. War ein nervliches Wrack. Und war so zu Paul, hey, ich muss am Anfang einen Hilfescreen einbauen. Wo platzieren wir den? Direkt quasi, wenn die erste Videosequenz vorbei ist, wenn der Spieler interagieren kann, bevor er den ersten Klick machen kann. Hier, rechte Maustaste, das, linke das. Das hilft euch. Und das haben wir dann auch gemacht. Die Leute haben es trotzdem überlesen. Die Leute haben es einfach weggeklickt und haben gejammert, sie wissen nicht, wo ihr Inventar ist. Und ich bin so, ich kann nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr machen. So wie quasi hier eh schon oben steht, E-Inventory.
Es wird immer Leute geben, denen es nicht passt. Es wird immer Leute geben, die was zum Aussetzen finden. Aber auf eins von diesen Leuten kommen 10 positive Leute, 10 Leute, die es zu schätzen wissen, 10 Leute, die die 2000 Arbeitsstunden und Liebe in einem Spiel dahinter sehen, die Intention dahinter sehen und auch einsehen, dass eine einzelne Person kein AAA-Studio ist, dass die Zeit und das Geld hat, um das Ding von 0 auf 100 zu bringen. Dieses Spiel ist in Early Access. Dieses Spiel ist schon sehr weit. Aber hat auch noch einen langen Weg vor sich. Und es steht nirgends und es heißt nie, dass es abgeschlossen ist und dass es das ist. Wenn ihr ein Early Access Spiel kauft, müsst ihr dem Spiel auch eine Chance geben. Und zusehen, wie es sich entwickelt. Und ich finde das eigentlich sehr schön. Weil wenn ich hier jetzt anfange und ich weiß, hey, irgendwann kommen vielleicht Häuser und es kommt das und das noch, dann kann ich sagen, hey, hier ist mein Anfangsgebiet. Hier habe ich begonnen und jetzt kann ich hier ein Haus draufstellen. Wie cool ist das denn? Ja. Spiele werden viel zu schnell abgeschrieben. Und ich sehe da auch ein bisschen kritisch. Natürlich als Käufer finde ich es teilweise toll, wenn man diese, ich glaube, man hat 2 Stunden Zeit, ein Spiel zurückzugeben auf Steam. Sehe ich als gewissen Käuferschutz. Und habe ich auch schon öfter machen müssen, weil ich drauf gekommen bin, das Spiel, früher vor allem mit dem alten PC, er packt es einfach nicht. Entschuldigung, Frosch im Hals. Und zweitens, es funktioniert mit meinem Stream-Software nicht, hatte ich auch schon öfter, besonders bei Indie-Horrorspielen leider, dass es da riesige Probleme gab, wo ich jetzt versuche, mit dem V-Sync manuell einschaltend ein bisschen was zu machen. Und da war ich happy. Aber, ja, oh, die habe ich umtauscht. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel umgetauscht, weil ich mit der Mechanik oder irgendwas drin nicht zufrieden war. Was auch in der Beschreibung und so weiter stand. Ich habe die Spiele trotzdem behalten. Und das sehe ich dann als Spielehersteller etwas kritisch, wenn die Leute blind kaufen und sagen, ah, ich habe ja eh 2 Stunden Zeit und ich kann es 2 Stunden spielen. Ich habe sogar schon die Aussagen gehört. Ja, dann streamt man das halt, es ist eh ein kurzes Spiel und dann geht man es zurück. Und ich bin so, what the fuck? No. You don't do that. Hab Respekt vor den Werken von anderen Leuten. Und nutz ein Fangnetz nicht aus. Das ist ganz wichtig. So. Aber wir haben jetzt schon gut Stein. 1, 2, 3, 4 volle Stacks. Das ist sehr nice. Also ja, ich glaube, Kritik geben ist was sehr Schwieriges. Das ist das, was ich sagen möchte. Es gibt gerechtfertigte Kritik. Von daher condemne ich auch nicht den kompletten Post, den negativen. Aber es geht so schnell ins Absurde. Und Menschen, vor allem im Internet, stellen sich sehr leicht über andere drüber. Und Kritik geben mag gelernt sein. Wir haben es tatsächlich in der Schule gelernt. Und ich bin auch selber nicht gut im Kritik geben. Aber deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, wenn ich es tue. Und versuche mir bewusst zu sein, wenn man was ins Internet postet, dann bleibt das dort auch. Und da muss ich mir auch überlegen, wie formuliere ich Sachen, um andere Menschen nicht zu verletzen. Denn das geschriebene Wort von ungeübten Schreibern vor allem, kann sehr schnell sehr harsch aufgefasst werden und falsch aufgefasst werden. Und man sagt, ja, aber mein Gott, ist er nur so. Nein. Du weißt nicht teilweise, was sich die Leute dabei gedacht haben, wenn sie was gemacht haben. Du bist nicht im Diskurs drin, in einer Diskussion drinnen. Du sitzt nicht auf einer Bühne und gibst Feedback oder kritisierst dein Werk, sondern du bist einfach nur hinter deinem PC und bist gerade frustriert, weil du in irgendwas gefailt hast. Und bevor du reflektierst, ob das dein Fail war oder der vom Spielehersteller in dem Fall zum Beispiel oder auch von anderen Sachen, schreibst du einen salty Comment und haust aus. Und da bin ich zum Beispiel bei Steam auch kritisch, wo ich sage, vor allem wo ich auch selber Kommentare bekommen habe, hey, ich muss jetzt ein negatives Kommentar geben, auch wenn das und das, oder einen Daumen nach unten geben quasi, ja. Das Kommentar war nicht negativ, es war der Daumen nach unten. Eine negative Bewertung, so ist es. Weil am liebsten würden sie ein neutrales geben. Und da würde ich mir halt dann auch von Steam wünschen, das wird sicherlich nicht bei mir das einzige Mal gewesen sein. Ob man da vielleicht eine gewisse Abstufung machen kann, ja.
weil es reichen wenig negative Kommentare aus, um ein sehr positiv sehr schnell zu verlieren. Und ich habe wirklich gute Reviews gehabt, wo ich sage, ich sehe alle eure Punkte, 100%, ich stimme euch zu. Die sagen können, hey, ich kann dir deswegen einfach kein Positives geben. Weil das wäre unfair in der Relation den anderen gegenüber. Aber es gibt halt einfach keine Abstufungen. Es gibt Top oder Flop. Und das lässt nicht so viele Möglichkeiten über. Ich hatte sogar zwei sehr ausführliche Reviews, was ich sehr lustig fand. Der eine hat gesagt, hey, das und das passt alles nicht. Aber schau mal, wie das Hauptspiel dann wird, ja, wie die zweite Episode wird. Von daher gibt es von mir jetzt noch ein Positives. Und der andere hat fast genau das Gleiche geschrieben. Also ich würde sagen, inhaltlich ident. Von den Kritiken und Lobungen. Aber gesagt, hey, aber das sind die Gründe, warum ich kein Positiv eben geben kann. Und ich stimme beiden zu und ich fand das sehr interessant. Sie haben dann auch bei den jeweils anderen Kommentaren nochmal Bewertungen kommentiert. Von daher, das geht, man kann die Sachen kommentieren. Ich gesagt, hey, interessant, ich sehe das auch so, ich habe mich deswegen für das Negative oder Positive entschieden. Und das waren auch Sachen, wo ich sage, da war ich überhaupt nicht wütend. Null oder auch nicht enttäuscht und alles, weil das waren gut geschriebene Rezensionen. Die auch nicht auf Attacke aus waren, sondern rein auf sachlicher Ebene. Da hat man aber auch gemerkt und auch gesehen, glaube ich, bei den Zahlen, die schreiben nicht das erste Mal ein Review. Die machen das bei sehr, sehr, sehr vielen Spielen und die können das auch schon. Die können das auch schon abwägen, ja. Aber ich glaube, mein Faith ist immer noch... Normalerweise schreibe ich keine Bewertung, aber... Es ist so lustig, wie viele Leute mit dem beginnen, wenn sie ein negatives Review schreiben. Und das ist so, lass es einfach. Dann lass es auch an dieser Stelle einfach. Ja. Sind meine 2 Cents zu Bewertungen auf Steam. Wenn ihr einen Entwickler unterstützen wollt, vergesst es nicht. Wenn euch ein Spiel gefällt, schreibt wirklich ein positives Review, schreibt, was euch gefallen hat, aber schreibt auch ruhig rein, was ihr gern hättet und was ihr noch wollt. Ja? Und wenn ihr Negatives schreibt, passt auf, was ihr schreibt, wie ihr es formuliert und ob es wirklich stimmt. Ob es wirklich stimmt. Das kenne ich auch von Social Media, vom Cosplay-Bereich. Die Leute, wenn sie etwas stört, schreiben sie viel schneller etwas oder kommentieren schneller etwas, als wenn dir etwas gefällt. Wenn dir was gefällt, bist du, hey, thumb up, I like, ist cool, und gehst weiter, aber du nimmst dir selten die Zeit, dann wirklich was zu schreiben oder zu kommentieren, als wenn du in der negativen Emotion drinnen bist. Und dann bleibt das auch nicht in Relation, das ist häufig das Problem. Und ich bin auch selber sehr lazy, was Review-Schreiben angeht. Und ich muss mich dann an der Nase nehmen. So, hey, nein, wenn mir ein Spiel gefällt und ich das durchgespielt habe und als toll befinde und dankbar bin auch für einen coolen Stream, ja, wo ich sage, das war ein echt nicer Stream mit dem Spiel. Community war voll dabei, ich war voll dabei. Dann muss ich auch das den Entwickler wissen lassen. Und die meiste Unterstützung zeigt man nicht nur durchs Kaufen des Spiels, durchs Geld quasi, sondern durch die de facto Unterstützung, durch positive Kommentare in Steam, auf Social Media, durch Sharen von einem Projekt. Ja. Dieses Item Farmen ist heute sehr deep worden. Normalerweise habe ich mal gesagt, ich mache sowas auf YouTube nicht so gern, weil ich nicht live interagieren kann, ja. Wenn ich das auf Twitch mache, könnt ihr jetzt zu meinen Aussagen hinterfragen und sagen, hey, wie meinst du das? Weil, natürlich, es kann auch sein, dass ich Sachen sage, wo ich nicht mitbekomme, wie das aufgenommen wird von anderen. Und das kann ich auf YouTube nicht. Ich kann dann nur unten in den Kommentaren sagen, hey, Moment. So meinte ich es nicht. Ich meinte es so und so. Deswegen habe ich mal gesagt, ich mache das auf YouTube weniger, aber wie ich das gelesen habe, war ich so, ach, come on, you can do better. Und nur zum Endkonklusion nochmal, es geht nicht darum, schreibt keine Negativkommentare, sondern überlegt ihr, wenn ihr den Schritt geht, der Auswirkungen für einen Entwickler hat, ob es wirklich gerechtfertigt ist. So, ich fahre mir in aller Ruhe schon. Leute, es ist schon eine halbe Stunde um. Es tut mir leid. Diese Folge war wenig Inhalt.
Es war nur Farmen. Aber auch das gehört dazu. Das ist großer Teil dieses Spiels. Und das ist das, was ich sehr appreciate, weil es vergeht die Zeit einfach und du farmst. Ich mag die Schlaggeräusche, ich mag die Musik, wie sie sich abwechselt. Ist ein bisschen ein Entspannungsspiel für mich. Ich mache hier jetzt noch ein bisschen weiter und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder bauen. Und ich glaube, ich lasse eine Warnung hier drinnen irgendwo unten in den Kommentaren. Achtung, Grinding Stream. Passt, Leute, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.